Ja, die Leute, die 20, die hier im Saal sind, die schon vor 8 Jahren dabei waren, in der Kantine damals, die werden bemerkt haben, es fehlt etwas heute Abend. Ja, das berühmte rote Piano ist es nicht, denn es steht dort. Ja! Es fehlt lediglich der Pianist, der Jan, ja, der hat mal Urlaub, ausgedehnt, aber er kommt wieder eines Tages. Und solange ist der Digger hier, der ist nämlich ein Universalgenie, das kann ich mal so ganz bescheiden sagen für dich. Da hast du recht. Ja, du hast recht daran. Und man muss natürlich sagen, als wir im Soundstudio waren, da steht halt auch ein Klavier, wir haben zwar nicht damit groß aufgenommen, aber da steht das Klavier dort von Jerry Lee Lewis. Und da wollte Digger natürlich unbedingt einen Song von ihm drauf spielen. Wir haben sogar einen draufgenommen. Ja. Nämlich ein Song. Ja. High School Confidential. Genau, den wir heute Abend nicht spielen. Genau. Denn ihr habt ja sicher alle unsere CD, also warum sollten wir hier einen Kram spielen, den ihr schon alle zu Hause hören könnt? Du hast eine richtig, richtig schöne Zählstimme gerade. Ich glaube, das liegt am Piano. Weißt du das so? Ja, hey, ich bin Geschichtenerzähler. Hi, ich bin Digger Geschichtenerzähler und ich erzähle dir jetzt eine kleine Geschichte von einem Mann ohne Sonnenbrille. Was ist denn? Ich musste mich jetzt eine Sonnenbrille aufsetzen, ich sage euch ja warum. Ich bin am Klavier kompletter Anfänger und möchte die schwarzen Tasten nicht sehen. Du spielst C, ne? Ja, absolut. Jeder spielt C. Also, das ist auch noch ein Geheimnis. Wenn irgendeine Band sagt, wir spielen kein Song in C, ist das gelogen. So. Also wir spielen jetzt nicht High School Confidential, sondern ein Song, der auch in den 50er Jahren seinen Ursprung hatte und unter anderem von Ike Turner aufgenommen wurde. Den kann man jetzt hier leider gerade nicht sehen auf dem Hintergrund. Aber der hat den Song aufgenommen, wurde aber eigentlich bekannt durch den Film The Blues Brothers. Und da muss man uns auch sagen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, den Originalfilm, da spielt aber Aretha Franklin eine sehr, sehr coole Rolle. Also man kann tatsächlich einiges in dem Film sehen, was man hier heute Abend nicht sehen kann. Aber ein Song werden wir jetzt auch aus dem Film spielen. Und ihr werdet euch vielleicht gewundert haben, warum wir hier dieses Blaulicht auf dem Piano haben. Das ist folgende Geschichte. Und die werde ich jetzt besonders lange erzählen, weil ich heute so eine wundervolle Erzählerstimme habe, wie Sam gesagt hat. Sam ist im Dezember Vater geworden. Zusammen mit Björn, weswegen er hier heute auch spielen darf. So. Die beiden haben einen Hund adoptiert und dieser Hund wiederum hat eine Tochter bekommen. Und diese Tochter steht auf Feuerwehrautos. Und deswegen habe ich auch aus einem roten Klavier, was ursprünglich mal nur ein rotes Klavier war, habe ich ein Feuerwehrklavier gebaut. So. Und jetzt hat dieses Blaulicht folgende Funktion. Ihr achtet nicht auf mich, ich weiß, es fällt euch schwer, aber achtet auf das Blaulicht. Denn immer wenn das Blaulicht geht, seht ihr, ob ihr laut konkret. Das war wirklich, also ich finde, das hat Applaus für dich. Oder? Ja. Man muss es vielleicht ansagen, aber es hat Applaus für dich. Das muss man übertrauen, so scheiße zu reimen. Auch grammatikalisch, komplett in der Hose. Wobei, ich war heute im Thomas Philips einkaufen, die reden ja auch nicht jetzt viel besser als die gerade. Also, wenn ich jetzt das blaue Licht betätige, das tue ich mit meinem Fuß. Und allein auch das ist ein Applaus wert, weil ich zwei Hände und einen Fuß benutze. Das mache ich normalerweise sonst nur in einer gemischten Sauna. Also, wenn ich meinen gemischten Fuß benutze, dann möchte ich, dass ihr eine Ramp baut. Ihr fangt ganz tief an und macht dann bis oben, bis ihr oben kippt. Wir üben das mal. Ich mach's mal vor. Das ist ein tibetanischer Kehlkopf. Einen gemischten Frosch im Hals gerade. Kannst du mal das Autotune anstellen? Ich fange mal ein bisschen höher an. Das müsst ihr hören, das ist wichtig für den Verlauf des Abends. Ja, das klingt so, als ob du gleich kotzen musst. Hör mal auf damit. Ja, dann kennst du diese tibetanischen Kehlkopfgesänge. Das ist ja ein bisschen. Das Schellen Kuba, das Augsburg. Gibt es hier ein Volksfest in Augsburg, zu Kirmes? Nennt man das hier so? Ja, nach Kirmes, ja? Wie heißt das? Augsburger Kuba-Fest? Mehr, mehr, mehr.
für einen Namen? Mermann? Ja! So ein Biergarten? Mermann? Ich hab so Blärer! Das ist Blärer! Ja! Ach so heißt es auch. Blärer? Ja! Blärer! Das ist wahrscheinlich demnächst, oder? Na Blärer mal jetzt! Ja, das Problem ist, dass ihr müsst wissen, dass die Minidisc, auf der unser Playback ist, die ist gerade, muss gedreht werden. Deswegen müssen wir Zeit schinden. Deswegen üben wir jetzt, wenn ich mit meinem Fuß auf das gemischte Blaulicht trete, macht ihr Folgendes. Wollen wir es mal probieren? So, hier, wie auf Player Maman. Achtung, achtet auf das Blaulicht. Ihr solltet aufhören, wenn das Blaulicht auch aufhört. Weil sonst werden viele von euch hier horizontal raustransportiert, Leute. Sonst kommt das Blaulicht. Und denkt dran, Spolen. Später ist noch die Rockabilly Rumble Super Bumble Double Party. Genau so hieß die, glaube ich. Wir probieren es nochmal. Guck mal, einer ist schon ungeduldig. Wer war das? Wer hat das gesagt? Spielt's einfach. So, du jetzt nochmal alleine, auf die Plätze, fertig, los. Ja, du hast es, schade, dass du es als Einziger hier heute Abend nicht verstanden hast. Man macht nichts, du kannst dich belehren lassen von den anderen hier heute. Also Leute, manche sind auch zum Spaß hier heute Abend gekommen und deswegen fangen wir genau jetzt damit an. Könnt ihr das noch länger? Ich sagte, könnt ihr das noch länger?
Zimmer!